So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir sind zu Gast in Deutschland. Nicht nur ich sitze in Deutschland gerade beim Aufnehmen, sondern die nächste Station. Station Nummer 11 ist der Hockenheimring. Heute geht's los an diesem Freitag. Ich grüße euch, wenn diese Folge wahrscheinlich rauskommt, aus Leipzig. Ich hoffe, ja, ich bin um die Zeit schon da. Ja, wie sieht's aus? Können wir unsere Erfolgsspur weiterhin fortsetzen oder gibt's ähnlich wie im letzten Jahr hier eine Klatsche? Letztes Jahr sind wir vom Ferrari von Paul auf 10 am Ende nur gelandet mit Mühe und Not. Das soll uns heute auf jeden Fall erspart bleiben. Also nicht die Pole, sondern dieser 10. Platz. Wir wollen hier nämlich unser Heimrennen gewinnen. Ist ja nicht so unser Heimrennen. Ist ja auch das von Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg und auch vom Mercedes-Team, auch wenn der Hauptsitz bei Mercedes in Großbritannien in Woking ist. Aber Mercedes ist halt auch eine deutsche Firma und dementsprechend ist es auch deren Heimspiel. Ja, gut. Was gibt es zu sagen? Ja, gerade mal die Nachrichten zu gucken. Zielupdate. Hier sind alle Infos zum neuesten Team. Sie strengt dich an, um sie zu erreichen. Das wirft ein gutes Licht auf dich und hilft dem Team mit seinen Entwicklungsressourcen. Emma. Qualifiziere sie dich als Fünfter oder besser und ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Denke ich mal. Ich habe den Blick über den Grand Prix an diesem Wochenende angegangen. Wenn jemand fragen würde, da findet ihr mich im rechten Zentrum. Ja, wir sind momentan WM-Führende, das ist klar, auch ein ordentliches Stück vorne. Kimi-Rekord Zweiter, Max Verstappen Dritter und wir sind dann über den Konstrukteur, da führt Mercedes und dann kommt Ferrari und nur ein Pünktchen dahinter sind wir mit Red Bull. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Danke für die Information, das gucken wir uns aber später an. Ja, wir sind 183 Punkte haben wir auf dem Konto vorne. Sind wir momentan ein gutes Stück vorne weg. Erstmal mit 36 Punkten vor Kimi Räikkönen und dann 61 vor unserem Teamkollegen Max Verstappen. Aber wenn wir auf die Konstrukteure gucken, Mercedes 265, dann Ferrari 243 und wir 242. Renault ist schon ein ordentliches Stück weg. Also, je nachdem, wie das heute alles so läuft und alles drum und dran, könnten wir im absoluten Idealfall hier WM führender werden, auch in den Konstrukteuren. Aber mein Ziel ist es zumindest erstmal Platz 2 zu erobern und Ferrari, den aktuellen Konstrukteurs-WM-Sieger, von Platz 2 zu verdrängen. Gut, was machen wir? Gucken wir nach. Haben wir noch irgendwas zu entwickeln? Ach, wir sind noch dran. Okay, die brauchen noch ein bisschen, um ihr Zeug zu entwickeln. Gut, dann gucken wir noch weiter nach. Ich habe noch eine Wettervorhersage. Qualifying trocken, Rennen trocken, das ist eine gute Information. Entwicklungsupdate momentan, ja, nach Monaco. Seit Monaco sind wir voll in der Wolfsspur. Erster Platz in Kanada, dritter Platz in Frankreich, erster Platz in Österreich und erster Platz in Großbritannien. Das sind unsere letzten Ergebnisse. Also viermal Podium. Das soll hier Nummer 5 werden, heute am 11. Rennwochenende in dieser Saison. An diesem heutigen Freitag ist aber erstmal Training nur angesagt. Gucken wir auf den Leistungsvergleich. Wir sind knapp dran an den beiden Führern mit Mercedes und Ferrari. Und danach kommt, nicht mehr weit weg, ist Renault. Unsere nächste Aufgabe wäre, ja, vielleicht irgendwann Williams mal vorne zu ziehen. Sollte das diese Saison nicht klappen, sollte da was anderes dazwischen kommen, wenn wir mit Williams in der neuen Saison starten. Wahrscheinlich wird das sogar so sein, dass wir noch eine dritte Saison anfangen, bis das neue Spiel rauskommt und dann quasi mit Williams in die neue Saison starten werden, dann im F1 2019, wenn das mal irgendwann kommt. Gut, gehen wir erstmal rein ins freie Training. Wir haben nämlich noch 10 Wochen. Wir haben noch ein ordentliches Stück vor uns. Guten Tag und herzlich willkommen in Hockenheim, Heimat des Großen Preises von Deutschland, für die heutige Trainingssession. Für einige der besten Fahrer ist es ein großes Wochenende, da sie auf heimatlichem Boden punkten möchten. Wir werden in Kürze loslegen und sehen, wie sie vorwärts kommen. Stefan Römer ist wie immer hier und wird uns durch den heutigen Tag begleiten. In den sozialen Netzwerken wird ja auch genau wie andernorts immer wieder über die Frage diskutiert, warum sind denn die neuen Formel-1-Autos so schnell, obwohl die Fahrzeuge ja eigentlich mehr wiegen als in der Vergangenheit. Erklär uns das doch bitte mal. Naja, da geht es in erster Linie um Grip. Der besteht aus zwei Komponenten. Erstens haben wir den sogenannten mechanischen Grip, also die Verbindung zwischen der Reifenoberfläche und dem Streckenbelag.
Reifen sind, verglichen mit den vorhergehenden Jahren, heute wesentlich breiter und haben dadurch das Potenzial für mehr mechanischen Grip. Dann gibt es natürlich noch den Abtrieb, der das Auto durch die Luftströmung über ihm auf die Strecke presst, was für weiteren Grip sorgt. Diese Autos haben ungefähr 20% mehr Abtrieb, was mehr als genug ist, um das zusätzliche Gewicht auszugleichen. Ja, da sind wir im Auto. Endlich können wir gleich auf die Strecke. So, genau. Wir fangen mit Mediums an. Ja, das ist in Ordnung. Dann arbeiten wir von schnell nach langsam oder von hart nach weich. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Ich habe Setup für Hockenheim. Wir müssen mal komplett auf das Wetter gucken, weil ich will mal gerade wissen, wie das Wetter überhaupt aussieht. Erste Training trocken, zweite Training trocken, dritte Training ein komplett trockenes Rennwochenende. Das ist immer eine gute Information. Ja, gehen wir rein. Ins Auto. Auf. Wir dürfen fahren. So, ja, geht endlich auf die Strecke, liebe Leute. Nach den letzten erfolgreichen Ergebnissen auch in der Online-Liga darf es heute auch in der Offline, also in der Karriere, auch wieder massig Punkte geben. Ja, ja, klar, die Information. So, wir müssen jetzt gerade einen Moment warten mit dem Auto. So. Ja, nach den Punkten in sonntags in Brasilien und in Abu Dhabi und auch in der Samstagsliga. Ja gut, letzte Woche gab es ja leider den Disconnect, das wären wahrscheinlich auch Punkte gewesen. Aber davor der tolle 8. Platz im Auftakt in Australien und auch in der Montagsliga gab es in Australien den Punkt. Und gestern, nee Quatsch, jetzt am Montag gab es dann halt den 2 Punkte für uns. Ja, jetzt am, nur dass ihr gerade auch mal Bescheid wisst, auf jeden Fall. Wir werden, es gibt übrigens morgen am Samstag und am Sonntag keine Livestreams. Grund habe ich eben schon angesprochen, eingangs dieser Folge, dass wir in Leipzig zu Gast sind. Oder dass ich in Leipzig bin. Lieber das Wochenende komplett. Montag sollte hoffentlich passen. Ich plane so weit zurückzufahren, dass ich abends einen Stream reinwerfen kann. Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst. Also wieder Samstag fällt aus. In China. Genauso wie am Sonntag das Rennen in Singapur. Da werden wir beide nicht, werden wir nicht am Start sein. Also Haas kriegt dann quasi zwei neue Fahrer. Wahrscheinlich zwei neue Fahrer. Wobei wir noch dazu gehören werden und dafür ein Ersatzfahrer reinkommen. Mal gucken, ob es klappt. Oder gucken wir mal, wie die neue Saison ausgeht. Teamwünsche sind schon abgegeben. Oder wie Teamkollegenwünsche sind auch schon abgegeben. Aber wir schauen einfach mal, wann und wie irgendwie eine Bestätigung geht. Sobald wir eine Information haben, werde ich mich natürlich auch auf meinem Social Media Kanälen soweit melden. Meistens auf Instagram. Da freue ich mich auch schon drauf. Gucken wir mal. Gut. Ja, wir haben die schnellste Runde gefahren im Red Bull. Ja, die Mediums brauchen im Moment noch, bis sie auf die Strecke wirklich auf Temperatur sind. Ah, da haben wir einen dicken Fehler eingebaut. Ja gut, das, die Runde ist kaputt. Oh, jojojojo. Hier bin ich im Testrennen abgeflogen, an der gleichen Stelle. Sirotkin. Hier bin ich im Testrennen abgeflogen. War natürlich jetzt nicht ideal, aber ja, damit sind die Reifen wahrscheinlich auch hin. Und dann führen wir vor Raikön und Sergej Sirotkin. So, gucken wir nochmal, wenn wir Zeit setzen können. Wir wollen noch mal ein bisschen was verbessern, ein bisschen was nachlegen. So, ist schön. Gib ihm.
Ja, in der Montagsliga wird alles beim Alten soweit bleiben und dann auch in der Samstagsliga wird soweit alles beim Alten bleiben mit dem Teamkollegen. Ich war ja so happy auf jeden Fall, dass im letzten Rennen in China es doch noch zu 2 Punkten gelangt hat. Mein Teamkollege dann vor mir noch ins Ziel gekommen ist, also 3, insgesamt 5 WM-Punkte. Wir haben einen ordentlichen Schub, ordentlich Punkte gesammelt in dieser Saison. Für uns. Mal gucken, wie es halt so läuft. Aber jetzt haben wir natürlich nochmal eine gute Aufgabe, nochmal eine gute Zeit zu setzen. Als 15 war das. Zurück in die Garage. So, gucken wir mal auf die Zeiten. Ja, 1,7. Wir sind vor ordentlich ein Stück vor Ocon. Ocon und Sirotkin vor Kimi Räikkönen. Das ist auf jeden Fall meine Ansage mit der Zeit. Nico Hülkenberg auf 3, also 2 Deutsche stand jetzt momentan auf dem Podium, wobei Hamilton noch kommen muss. Verstappen schiebt sich dann auf Ultrasoft, auf die 3. Er setzt auf Ultrasoft, damit man keinen Stich da vorne. Diese gute Sekunde vor dem Rest der Welt, vor Bottas und vor Verstappen. Ja, ich habe mich Samstag echt geärgert im Bahrain. Er verpasste knapp nur das Q3, so gerade. Und dann, Bottas haut jetzt natürlich nochmal eine Bestzeit raus. Aber auf Ultrasoft, auf der weichsten Mischung. Aber das ist egal. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Bottas, Richter und Max Verstappen. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. So. Gut, dann geht's jetzt gleich weiter. Gut, dann schieben wir jetzt unseren Boliden raus, gleich auf die Strecke in Richtung T2, also zweites freies Training. Für Leute, die noch nicht so ganz vertraut mit so der Materie und das erste Mal auch auf meinem Kanal oder auf diesem Video sind, es gibt immer 3 freie Trainings am Freitag, das Qualifikationstraining dann am Samstag und das Rennen am Sonntag, alles jeweils um 14 Uhr, immer. So. Gibt ja dicke Pünktchen. Schade, dass wir in meinem eventuellen Teamwechsel es nicht nicht mitnehmen dürfen. Das sind nämlich die Punkte fürs Team. Gut. Wir haben nichts weiter an Nachrichten. Das heißt, wir gehen rein ins zweite freie Training. Ja. Bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Also das erste freie Training macht auf jeden Fall schon mal Mut. Aber das muss auch tatsächlich das komplette Wochenende so weitergehen. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder auf der Strecke. Beziehungsweise nicht auf der Strecke. Was haben wir denn noch für Reifen? Soft und Ultrasoft. Okay, das ist gut. Mit dem Medium-Reifen nur 0,4 Sekunden da Valtteri Bottas, der auf Ultrasoft gefahren ist, um unsere Zeit zu schlagen. Das ist doch auf jeden Fall mal ein Ergebnis, was mich zufriedenstellt. Nein, also Platz 2, ja, oh mein Gott. Aber wir schauen einfach mal. Wir wollen ja natürlich hier das Auto mit der Startnummer 1, das noch die Nummer 1 hat. Wie gesagt, wenn wir nicht Weltmeister werden, würde ich die auf jeden Fall abgeben. Klar. Aber wir wollen es auch in die neue Saison mitnehmen. So, gehen wir rein ins freie Training. Ins zweite freie Training mit unserer ersten genannten Zeit. Guck mal, hier machen wir nämlich als 15. Was hatte ich gerade als 15? 9 oder so hatte ich, glaube ich. Da wollen wir natürlich jetzt runterkommen. Die Strecke ist zeitmäßig eine der kürzesten. Jetzt inzwischen Zeiten 16,981. So, natürlich müssen wir jetzt hier. Warte mal. Warum nehmen wir nicht einfach das Fettgemisch und probieren es damit? Ah ja, haben wir 2, 3 Ründchen. Naja. Okay, das ist natürlich jetzt absolut nicht gut gegangen.
Auch die Softreifen müssen auf ein bisschen Temperatur. Sie brauchen, glaube ich, eine Runde, bis sie halbwegs auf Temperatur sind. Der Gasly 1.19.1, seine erste Zeit im Toro Rosso. Der Franzose, neuer Red Bull-Pilot ab dem F1 2019. Mal gucken, was mit dem noch in die Saison geht. Australien war ja nicht so gut. Der Platz 11 nur. Da muss er leicht steigen. Komm, wir knacken ja 1.16.7. Aber das ist ein ordentliches Stück langsamer als eben. Das ist ein Auto rausgefahren. Das könnte ein Williams gewesen sein. Nee, es ist aber ein Faszinier. Vielleicht unser neues Team für die Online-Liga. Schon auf jeden Fall meiner Liste. Für sonntags. Neben Sauber und dem Williams. Mal gucken. Sauber sind wir ja schon online gefahren. Den Williams sind wir schon online gefahren. Und Sauber ist ja meine, zweiter Versuch. Ich habe ja 2016, glaube ich, habe ich mit dem Nubin zusammen damals in Sauber gehabt. Also war ich gar nicht mal so schlecht gewesen von den Punkten her. So, jetzt haben wir natürlich nochmal. Ja, und ich meine, diese Ecke, die ist alles andere als einfach. Und wieder der Dreher, der zweiten Versuch. Wieder der Dreher an der gleichen Stelle im zweiten Versuch. Also der war parallel zum ersten Training. Da haben wir nämlich auch so ein Ding rausgehauen. Aber diesmal war es nicht weiter Drama. Gut, es war Gott sei Dank kein Einschlag. Das heißt, wir müssen nochmal einen Versuch wagen. Die Zeit könnte das quasi ignorieren. Die ist natürlich alles andere als gut. 29.1 ist natürlich keine absolute Traumzeit. Wir wollen natürlich versuchen, nochmal eine gute Zeit zu setzen. Ja, wir können leider, glaube ich, können wir gucken nach dem Training, ob wir nochmal einen neuen Motor einbauen können und dadurch das dritte freie Training schwänzen können. So. Habe ich überhaupt Ultras auf Reifen mit fürs dritte Training? So, bitte jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder da so rauskommen. Diesmal passt es. Sergio Perez mit da knackt unsere Zeit. Aber da kommt jetzt gleich noch einer zurück. So. Gut, dann haben wir die Zeit auch geknackt. Jetzt sind wir bei 15.6, glaube ich, am Ende. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Aber die reicht nicht für eins. Wie haben wir denn davor? Kimi. Zeitgleich. Zeitgleich mit Kimi Räikkönen vorne. Haben wir sie denn liegen lassen? Ja gut, erster und zweiter Sektor, ne? Warte, ich guck mal gerade wegen dem Motor. Triebwerk, Getriebe. Ja gut, das will. Meine, wir können jetzt neu. Können wir noch. Warte mal. So, momentan ausgerüstet 3. Müssen eh irgendwann. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Wir müssen ja eh irgendwann den Cut machen. Wir haben ja jetzt. Also jetzt, ja, dann hauen wir sie jetzt raus, wenn ich ehrlich bin. Ja, machen wir so. So, Zeit beschleunigen, wir sind ja eh durch. Das ist schon krass, wenn die Kollegen die schnellste Reifenmischung holen müssen.
um unsere Zeiten zu schlagen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Richter und Nico Hülkenberg. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, das ist eigentlich tatsächlich krass schon, dass sie auf jeden Fall alle die schnellste Reifenmischung haben und zumindest an unsere Zeit dran zu kommen. Also wir sind auf jeden Fall gut gerüstet. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch eine Strafe, das ist klar. Das ist auf jeden Fall klar. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Also es wird keine offizielle Pole werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Pole holen. Alles andere bringt ja jetzt nichts. Gut, dann gehen wir jetzt rein ins dritte freie Training. Wir haben eh keine Informationen weiter. So. Session-Info. Und dann nehmen wir die Ultrasoft jetzt. Weil da muss ich auch noch eine Zeit setzen mit. Also haben wir gehabt 15,5 oder was? 15,6? 15,6 glaube ich waren es. 15,5. Ja, 10 Plätze Gridstrafe, die ist klar. Wegen dem neuen Motor. Die müssen wir auf jeden Fall in Kauf nehmen. Das heißt, wir starten frühestens von P11. Und das im Heimrennen. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden, definitiv hier nochmal auf Podium zu fahren. Aber wir haben das letztes Jahr in den USA geschafft, von ganz hinten im Mercedes, im Ferrari auf den Sieg zu fahren. Warum nicht auch hier? Mal gucken. Wir tun natürlich unser Bestes, wir wollen natürlich. So. Aber wir hätten sie irgendwann gemusst. Jetzt glaube ich auch nochmal ziehen müssen. So. Natürlich will ich jetzt einmal zumindest die 1 bei mir stehen haben. Ich habe zweimal Zweiter jetzt gewesen. So, jetzt aufpassen. Jetzt haben wir natürlich die Ultrasoft, die frisst natürlich jetzt richtig. Oh, die Vettel-Ecke hier. Ja, 2009, in diesem, im letzten Jahr hat Sebastian Vettel sein Auto in die Wand gelegt. So, vor uns, ist es letztes Mal. Aber die knacken wir mal eben auf Adem in der 14.6 die Zeit. So, jetzt werden wir natürlich versuchen, schön mit dem Windschatten hier ans Voll ranzuziehen. Der fährt immer so auf Mediums. Ja, so ganz ideal war das definitiv nicht. Gut, es ist nur konstrukteurstechnisch, weil es ist natürlich die Katastrophe. Sie hat echt die Strafe bekommen. Ja, ich muss hier runtergehen vom Gas, weil ich wollte nicht, dass die wieder aus T1 und T2 haben mit dem Dreher hier. Das war jetzt nur noch Dritter. Grosjean hat sich dazwischen geschoben. Das Gute, wir haben jetzt natürlich ein bisschen kein Auto mehr vor uns. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Luft.
Und schon ist die violette Zeit im ersten Sektor da. Gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. So, jetzt bitte Kevin Dreher hier einbauen. Zweiter Sektor war auch violett, aber ein bisschen Zeit liegen lassen. Knapp, aber hat gepasst. So, es wird die beste Zeit werden. Und wird es auch 14-2. Yes. Ich fahre bewusst immer so drei Röhnchen nach Länge der Strecke. So. Ja, das ist deutlich. Wenn du dann mal auf Medium fahren kannst. Gut, Magnussen, Van Dorn, das sind keine Gegner. Die kommen nämlich erst an. Ja gut, Rekön. Bottas auf Ultrasoft. 1,5 Sekunden. Ich sag ja, wenn wir wirklich die Ultrasoft auspacken, können wir ja echt was reißen in dieser Saison, in diesem Rennen. So. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Bottas und Max Verstappen. Das war's dann mit dem Training, wir sehen uns bald wieder. So. Ja, wie gesagt, die 10 Positionen, die sind klar. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall uns im Rennen ordentlich strecken, wenn wir das wirklich hier noch holen wollen. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Wir wollen es natürlich verbessern. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Danke. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Alles, weil alles können wir jetzt nicht machen. Danke für den Kommentar. Danke, ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich kann das sicher nicht so assi sein und sagen, ey, ich muss dem Team jetzt die Schuld geben für irgendwas. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, das rausreißen. Wir müssen jetzt im Qualifying auf jeden Fall auf Pole fahren. Koste es, was es wolle. Weil dann stehen wir zumindest auf Platz 11. Weiter wird es nicht nach vorne gehen. Und dann müssen wir gucken, was wir am Sonntag im Rennen rausgezogen bekommen aus der Situation. Naja. Gut. Ja, wir haben noch eine Information gerade noch. Die Wettervorhersage. Gucken wir uns ein bisschen wie Kopf zum letzten Rennen, aber einfach schärfer und auch gnadenlos. Wenn du von der Strecke abkommst, wenigstens bei Kurve 12. Sie ist ja schnell, wenn du den Einlenkpunkt hinbekommst, aber wenn du von der Linie abkommst, zieh dich auf den Schotter raus. Also geh mit Respekt an diese Kurve ran. Sind wir im Zweifel immerhin die Köpfinsel nicht allzu aggressiv. Ja, das ist diese Kurve, wo wir jetzt im Training zweimal abgeflogen sind, also im Training 1 und 2. Im dritten freien Training habe ich diesmal rechnen können und auch im Testrennen in der Online-Liga sind wir da ziemlich böse abgeflogen und auch in der Wand gelandet, aber dann quasi nach der Hälfte des Rennens und sah Rennen durch in der Liga, dann haben wir es Gott sei Dank geschafft, aber da müssen wir trotzdem noch höllisch aufpassen, dann auch im Rennen. Weil wir müssen ja uns tatsächlich deutlich nochmal liefern können. Also es wird schwierig werden, auf jeden Fall, ja, entweder muss Max einen Sahnetag mit erwischen oder wir müssen echt auch einen Mega-Sahnetag erwischen, wenn wir noch was rausreißen wollen. Naja, gucken wir einfach mal auf jeden Fall. Ich denke, das Auto ist sogar schnell genug, dass wir es auf die Reihe kriegen könnten.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018 und dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Hockenheim von Deutschland. Bis dann und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was.